Ja, hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir drücken mal Start, damit das Intro nicht immer wieder abgespielt wird. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Spider-Man. Man. Was wäre Spider-Man ohne Spider-Man? Ja, mein Gott, die Musik ist wieder so laut. Es ist wieder ungewohnt für mich. Ja, Spider-Man, das neue Projekt. Ich habe es ja eigentlich schon, eigentlich war sowieso schon klar, dass das hier kommen soll und deswegen, Überraschung, Überraschung. Der dritte Teil für mich, ja, der Spider-Man-Reihe kann man sagen. Ich habe sehr falsch rumgespielt. Spider-Man 3 damals auf der Wii gespielt, weil ich das tatsächlich früher auch gerne gespielt habe. Und dann, ja, vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr habe ich Spider-Man 2 gespielt, was der Templer mir damals zukommen lassen hat. Und nun ist der erste Teil dran. Basiert halt auf der Sam Raimi-Filmtrilogie aus den frühen 2000ern. Die eigentlich so mit zu meinen liebsten Superhelden-Filmreihen gehört. Und, ja. Bevor es losgeht, muss ich allerdings ein bisschen was erzählen. Ich finde es noch ein bisschen belastend, dass der Sound so laut ist. Ich mach die mal. Ich mach das mal. Da war das. Ich mach gerade mal nur für den Moment leiser. Sobald ich hier gleich fertig bin, werde ich wieder lauter machen. Damit ich mich hier nicht so abrackere mit dem Reden und mit dem Schreien. Genau, denn ich muss an dieser Stelle schon ein kleines Geständnis machen. Ich habe eigentlich bereits 3 Folgen zu diesem Projekt aufgenommen. Diese 3 Folgen waren allerdings von Problemen sondergleichen behaftet. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze nochmal von vorne aufzunehmen. Die Probleme bestanden in erster Linie daraus, dass in den ersten 2 Folgen Soundprobleme auftauchten. Die Musik war irgendwie abgehackt, beziehungsweise halt wirklich nur die Musik, nicht die Sprache, also nicht die Effekte, nicht die Sprecher oder sonst was. Nur die Musik, die im Hintergrund lief, war immer abgehakt. Das heißt, sie lief ungefähr für eine Sekunde und dann war 2 Sekunden Pause, dann lief sie wieder eine Sekunde, aber 2 Minuten, 2 Minuten genau, 2 Sekunden Pause. Das war unfassbar anstrengend zuzuhören und unfassbar nervig. Ich habe auch keine Ahnung, woran es lag. Ich habe nach der Aufnahme, nach den ersten 2 Folgen, quasi die CD nochmal rausgeholt, wieder reingetan und dann ging es wieder. Ich spiele übrigens die, wo es gerade mal erzählt, die GameCube-Version, ne? Schön über die Wii. Ungefähr 87 Kabel, die von meiner Wii gerade in den PC und raus und rein und sonst wohin führen, ist es alles pervers und eklig, was da passiert. Aber egal. genau, diese Soundprobleme waren dann allerdings gefixt. Dann kam in Folge 3 allerdings das nächste Problem auf uns zu, welches sich auch schon in Folge 2 langsam anbahnte. Dieses Spiel ist kacke schwer. Ich kam überhaupt nicht weiter, ich bin permanent gestorben und ich habe nicht gerallt, woran es lag. Wir werden es gleich noch näher sehen. Allerdings habe ich eine Befürchtung, woran es lag. Denn es gibt in dem Spiel hier ein Tutorial, welches wir auch gleich nochmal spielen werden. Und wenn man mit dem Tutorial durch ist, bekommt man direkt den Screen weiter. Und wenn man den drückt, startet man instant in die Kampagne. Wenn man das allerdings nicht tut, sondern manuell ein neues Spiel startet, dann hat man die Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Und ich habe die Befürchtung, dass das Spiel irgendwie einen Hard Mode oder so aktiviert hat. Weil was da mitunter passiert ist, ich reiz nicht. Wirklich. Ich bin so niedergemacht worden, hatte einfach keine Chance, da irgendwie gegen diese Leute anzukommen. Klar, ich bin scheiße und kenne das Spiel noch nicht. Aber trotzdem, das war einfach nur krank. Deswegen werde ich das Spiel jetzt, Schande über mein Haupt, aber ich werde es auf leicht spielen. Es geht mir nicht darum, hier irgendwie was zu beweisen, dass ich dicke Boards habe und keine Ahnung, ne, das Spiel auf normal durch. Ich spiele ja immer auf normal. Aber, ja, da ich einfach so Probleme hatte, werde ich in diesem Spiel auf leicht umswitchen. Das kann man auch nicht nachträglich machen, ne? Also man muss sich einmal am Anfang festlegen und in-game geht das dann nicht mehr. Ursprünglich hatte ich dann auch gedacht, okay, dann spiele ich jetzt offscreen nochmal bis dahin und guck mal, ob es auf einfach einfacher ist. Einfach, einfach. Habe ich gedacht, komm, ich hatte die technischen Probleme anfangen, habe eine Folge quasi nur rumgeraged und keinen Fortschritt gehabt. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Genau. So. Ich glaube, mehr brauche ich jetzt gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen mehr Fortschritt habe, dass es jetzt besser funktioniert. Und, dass ich jetzt auch zumindest durchkommen werde. Werde wahrscheinlich immer noch genug rumragen, weil ich einfach schlecht bin, aber ein bisschen gehört hat der auch dazu, ne? Ja, zu Spider-Man selbst, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch groß was erzählen muss. Ich meine, die Filmreihe kennt ja wahrscheinlich jeder, wird schon mal von gehört. Wie gesagt, basiert auf den ersten Spider-Man-Film aus dem Jahre 2002, glaube ich. Und ja, das Spiel ist ja noch ein bisschen anders aufgebaut als die Teile 2 und 3. Die haben ja eine Open World, in der man eben nach und nach Missionen erfüllt. Das hier ist noch eher levelbasiert. Das heißt, man hat Level. Ja, who would have thought this? Und ja, ich bin doch noch sehr gespannt, wie sich das dann verläuft. Ich kenne ja den Anfang schon ein bisschen,
aber wie es dann so weitergeht und ob es dann tatsächlich wie in Teil 2 und 3 noch die Story erweitert, sage ich mal, indem es Charaktere und Sachen einführt, die eigentlich im Film gar nicht vorkommen. Und dann so in der letzten halben Stunde des Spiels fällt den Machern auf, oh, wir haben den Film noch gar nicht abgehandelt, machen wir jetzt mal schnell. Ja, so war es bei 2 und 3. Vor allem bei 3. Ja, entwickelt übrigens von Treyarch, die Leute, die später Call of Duty verbrochen haben. Zumindest jeden zweiten Teil. Ja, ich mache die Musik mal wieder laut, würde ich sagen. Da war die, ne? Ich glaube schon. Und wir starten einfach mal durch. Ja, wir müssen jetzt ein neues Spiel anfangen. Hier könnte ich jetzt weiterspielen, aber das macht natürlich wenig Sinn. Aber wir werden natürlich trotzdem noch einmal das Tutorial spielen, wie ich es gerade schon gesagt habe. So, hier. Klassisch. Control Stick. Ja, hier kann ich keinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Peter Parker ist ein Amateurwissenschaftler und hat ein eigenes kleines Labor. Ja, das stand letztes Mal auch da und ich dachte mir so, was? Hat er eigentlich nicht in den Film. Aber macht ja nichts. Hey, schön dich zu sehen. Willkommen beim Tutorial. Ist schon klar, du willst hier schnell durch und endlich böse Jungs verdreschen, den Superhelden spielen und so weiter. Aber jeder hat mal klein angefangen. Glaub mir, wenn du später in der Klemme sitzt, wirst du froh sein, das Tutorial gespielt zu haben. Okay, los geht's. Hör gut zu. Berühre jetzt erst einmal das Fragezeichen vor dir. Okay, das kriege ich hin, glaube ich. Ja, an dieser Stelle auch wieder... Einfachen Anweisungen kannst du also folgen. Gut. Diese Fragezeichen erklären dir, wie du deine Fähigkeiten einsetzt. Magst du Zauberei? Ich auch, aber deswegen sind wir nicht hier. Das ist dein Kompass. Toll, ne? Dein Kompass zeigt immer auf dein nächstes Ziel. Oben bedeutet vorwärts. Kapiert? Gut. Jo. Ja, an dieser Stelle übrigens der Sprecher, den wir hier reden hören. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche ist wie aus 2 und 3. Aber in der englischen Version wird der wieder von Bruce Campbell vertont. Ne? Habe ich ja, glaube ich, in Zeit mit zweiten Mal gut genug erklärt. Vielleicht, wenn mir irgendwann mal langweilig ist im Laufe des Projekts, kann ich nochmal erläutern, was so besonders an dieser Person ist. Ist ein Schauspieler, ein Das Ding da ist amerikanischer. Der Höhenmesser. Er zeigt die Höhe deines nächsten Ziels im Verhältnis zu dir an. Du bist der kleine rote Punkt. Das Ziel ist blau. Du kannst also gleich testen, ob du farbenblind bist. Mit den Angaben von Kompass und Höhenmesser solltest du in der Lage sein, dein nächstes Ziel zu erreichen, egal wo es ist. Versuch's mal, ich warte hier so lange. Mhm. Viel Erfolg. Und jetzt kommt leider die größte Offenbarung dieses Spiels, ja, die größte Schande, denn wenn ich jetzt einmal hier an die Wand gehe... Das ist unglaublich. Bin das wirklich ich? Du bist leicht zu beeindrucken, was? Mhm. Aber das Beste kommt erst noch. Kann ich die Fähigkeiten schon... Nee, ich kann die Fähigkeiten noch nicht benutzen. Er wird nicht von der vom deutschen Synchronsprecher von Tobey Maguire vertont. Und er hat eine sehr komische Stimme. Wieder, ich kenne das schon heute schon, ich will jetzt einfach nur schnell durch hier, ne? Ich hoffe, es ist okay. So, hier gehen wir da hoch. Ach, was eine Aussicht, hä? Ja gut, so toll ist sie auch nicht, aber ist ja auch nur zur Übung. Um die Kamera zu drehen, bewege den C-Stick nach links oder rechts. Du kannst die Kamera hinter dir zentrieren, wenn du den C-Stick nach unten drückst. Der C-Stick. Genau, so, jetzt kann ich eigentlich die Kamera benutzen. Und die Kamera ist tatsächlich eines der größten Probleme des Spiels. Meiner Meinung nach, was die Steuerung anbelangt. Denn, ich erkläre euch jetzt mal was, ne? Wenn ich jetzt laufe, ich werde jetzt die ganze Zeit den Stick nach vorne drücken, zum Laufen, und werde dabei die Kamera drehen. Und seht zu, was passiert. Ich laufe weiter in die Richtung. Peter, Spider-Man dreht sich nicht mit. Und das ist eigentlich bei Spielen nie so. Und das hat mir... oder das, ja, jetzt habe ich gerade nach oben rechts gedrückt und der ist da hingelaufen. Und das sorgt immer wieder dafür, dass ich Probleme habe. Dass ich ständig irgendwo langlaufe, wo ich gar nicht langlaufen will. In irgendwelche falsche Ecken und irgendwie an Kanten hängen bleibe, wo runterfalle. Das ist mir alles schon passiert und das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und daran muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Auch so ist die Steuerung nicht besonders gut. Es ist schön, dass ich jetzt schon hier so abrante wieder. Aber mal abgesehen von Schwierigkeitsgrad lag es auch wirklich so ein bisschen daran, dass das Spiel echt so ein bisschen clunky ist. So Animationen vom Prügeln hier dauern manchmal viel zu lange. Habe ich schon... okay, ich habe schon die Combo. Zum Beispiel... Nochmal, warte. Genau, dieser Tritt. Wenn der nicht trifft, so... es dauert voll lange, bis ich mich wieder bewegen kann. Hier so. Und in der Zeit wird man so oft angegriffen. Das wird ein Fest. Aber wenn wir auf Live spielen, vielleicht wird es dann besser. Ich hoffe es zumindest. Entschuldige mich übrigens für eben den kleinen Bildfehler, der da eben war. So ganz kurz war es wieder verschwommen. Das ist manchmal bei der... Als nächstes versuchen wir uns mal mit dem Netz schwingen. Aber versuch das bloß nicht selbst, verstanden? Mit der R-Taste beginnst du am Netz zu schwingen. Für den Fall, dass du es mal eilig haben solltest, halte die R-Taste gedrückt und du wirst immer schneller.
Leider wird es dabei schwieriger, die Richtung zu ändern. Aber das ist halt so. Okay, schwing dich zu deinem nächsten Ziel. Benutze dabei Kompass und Höhenmesser. Ich warte hier auf dich und drück dir so lange die Daumen. Danke, danke. Ja, die Schwungsteuerung ist hier auf jeden Fall auch ein bisschen anders. Ein bisschen ungewohnt, denn man muss tatsächlich hier... Hey, du kannst also schwingen. Gratuliere. Hm. Aber früher oder später willst du sicher damit aufhören. Wenn du das Netz lösen willst, etwa um anzuhalten oder um abrupt die Richtung zu ändern, drück den A-Knopf zum Springen. Yep. Ich muss nur einmal drücken. Ich muss nicht gedrückt halten und der macht immer weiter. Ist ein bisschen belastend, ein bisschen ungewohnt. Aber, naja, machst du nichts, ne? Das da ist eine Überraschung für dich. Ein Combo-Power-Up. Versuche so viele wie möglich davon zu finden. Du bekommst für jedes eine neue Netztechnik oder eine neue Angriffskombo. Wenn du ganz alleine zu Hause spielst, kann das ganz nützlich sein. Und für den Fall, dass du ein schwaches Gedächtnis hast, was ich nicht hoffen will, findest du im Pausenmenü eine Liste der Kombos, die du bereits kannst. Gut, oder? Und da werde ich auch permanent drauf gucken müssen, denn ich habe ein schlechtes Gedächtnis. So, genau, hat uns jetzt der Dude schon verraten, was die Kombo ist? I don't know. Geht die eigentlich... Oh, das geht auch schon. Hui! Ja, jetzt spoilere ich hier schon ein paar Fähigkeiten, die erst ein bisschen später kommen. Ach ja, es wird ein Fest, Freunde. Es wird ein Fest. Ich habe Angst. Achso, warte mal, ich bin noch gar nicht. Ups. Ich muss noch gar nicht dahin. Ich muss da unten nochmal hin. Entschuldigung. Wieder zu übereilig hier, übereifrig. Ich will jetzt aber auch spielen. Ich will gucken, ob ich dann wollen wir mal jetzt für Recht und kriege. Ordnung sorgen. Mit dem B-Knopf schlägst du und mit dem X-Knopf trittst du. Du kannst auch kräftigere Combo-Angriffe ausführen, und zwar indem du die verschiedenen Knöpfe wiederholt drückst. Okay, schauen wir mal, was du drauf hast. Hey, was treibst du denn da oben? Ja, dich verprügeln dürfte jetzt kein Problem sein. Zack. Guck, man merkt schon, ich musste ein bisschen spielen und hab schon... mit ein bisschen Fähigkeiten. Auf B? Ich glaub's nicht. Ich bin total stark. Das ist so cool. Nicht schlecht. Wenn du noch etwas üben möchtest, stell dich gerade davor und klopf mit der Schlagtaste an die Tür. Dann kommt noch ein Schläger raus. Ich gehe so lange was essen. Noch ein Schläger. Wenn du fertig bist, folge dem Kompass und dem Höhenmesser zu deinem nächsten Ziel. Machen Olle über die Kiste. Ja, auf B schlagen wir. Hier können so ein bisschen noch kommen. Und auf X treten wir. Und auf Y können wir, glaube ich, ja. Spinnkacke verteilen. Mein Ejakulat kann ich damit verteilen. Sehr schön. Ja, auf A springen. Ansonsten nicht viel, ne? Wie gesagt, mit der R-Taste schwingen wir dann. Mit der L-Taste, ich glaube, die Fähigkeit bekommen wir dann gleich erst. Wird lustig. Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst vor den Leveln gleich. Wirklich. Ah, es wird schon. Die Sache war halt auch die, dass es mich so ein bisschen verwirrt hat, weil ich hatte nochmal mit Templar gesprochen. Er hat mir das Spiel ja geschenkt, ne? Soll ich jetzt schnell nochmal erwähnen. Danke da nochmal dafür, trotz alledem. Und, er hat mir auch gesagt, so, dass er sich total wundert, weil er hatte jetzt eigentlich keine großen Probleme. Ich meine, ich bin zwar scheiße in Videospielen häufig, das ist ja klar. Aber ich hatte ja wirklich, ich hab's nicht verstanden, wie man das schaffen soll. So, und das schon im einen der ersten Level, im dritten Level, um genau zu sein. Und das kam mir halt alles ein bisschen komisch vor. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert und rausgefunden, okay, es gibt scheinbar Schwierigkeitsgrad, ich konnte keinen auswählen. Das Spiel hat für mich irgendeinen ausgesucht und ist wahrscheinlich irgendwie ein Hardmode. Du stehst hier an einer Wand und musst nach oben. Du könntest also krabbeln. Aber so Typen wie dich kenne ich. Du willst alles und das am besten gleich. Habe ich recht oder habe ich recht? Also, pass auf. Wenn du an einer Mauer entlang krabbelst und die L-Taste drückst, kannst du dich mit der Netzleine weiterziehen. Aber sag später nicht, ich hätte dir nicht geholfen. Ja. Ist okay. Was war das? Hoppala. Ja, mit L. Hui. Funktioniert auch auf dem Boden. Aber warte, es kommt noch besser. Wenn du beim Laufen die L-Taste gedrückt hältst, ziehst du dich in die Richtung, in die du läufst. Praktisch, hä? Huh? Genau. Hui. Wenn genau du rein. Stehen bleibst und die L-Taste drückst, ziehst du dich mit der Netzleine nach oben. Sofern oben etwas zum Dranhängen ist. Hui! Schwupp! Bälle flach halten, gleich hast du es geschafft. Aber jetzt kommt noch mal was Schwieriges. Wenn du den Y-Knopf gedrückt hältst und dann die L-Taste drückst, kannst du dich am Netz herunterlassen und langsam auf- oder absteigen. Hey, ist eine wirklich clevere Methode, sich in unbekanntem Terrain unauffällig umzuschauen. Versuch's doch mal mit dem Y-Knopf und der L-Taste. So, da habe ich ein bisschen gebraucht beim ersten Mal, um das zu rein, wie das funktioniert. Ich glaube. Ja, danke. Mir auch ruhig mal da lassen können. So, ich muss sagen. Nein.
Ah, ja. Meine Damen und Herren, das Jojo. Ganz schön viel auf einmal, was? Wenn du dieses Tutorial noch einmal spielen willst, kannst du das Grundlagentraining jederzeit im Hauptmenü auswählen. So, jetzt kann ich mich freuen. Folge dem Kompass und dem Höhenmesser zum Ausgang. Tja, das war's. Fertig. Ende. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht abbrechen. Oh, war ja. So, ich hoffe übrigens auch, dass ich gleich nicht wieder Soundprobleme habe. Wo ist jetzt das Ende? Ich hab's vergessen. Ach, das war oben drauf, ne? Das war oben drauf. Stimmt, hier nämlich. Das Schwingen habe ich immer noch nicht verinnerlicht, weil das braucht man eigentlich sehr wenig, muss man tatsächlich sagen. Na komm, machen wir so. Hui. 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 So, Ausgang. Irgendwo hier ist der, glaube ich. Ups. Da. Ach ja, ach ja, ach ja. So. Nicht schlecht. Vielleicht wird aus dir ja doch mal was. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Du wirst es brauchen. Ja, das ist tatsächlich wahr. So, jetzt werden wir beenden drücken. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt ins Menü komme, dann wird er jetzt wahrscheinlich weiterstehen. Genau dieser Weitersehen. Den habe ich halt direkt gedrückt. Genau, der hat jetzt mal direkt gedrückt. Ich dachte so, oh ja, kann direkt losstarten. Fehler. Jetzt wäre es nochmal ein Fehler, weil ich dann wahrscheinlich meinen alten Spielstand laden würde und irgendwo Level 3 anfangen würde. Wir fangen also an, ne, mit einem neuen Spiel. Ja. Klassisch. Controlstick. Ich will nicht mit dem digitalen Steuerkreuz spielen. Und auf leicht. Vielleicht hat er auch nur normal ausgewählt. Ich weiß es nicht. Ich hatte echt Probleme. Ist mir egal. Wir spielen auf leicht. Ja. So fängt los geht's. Meine Geschichte an. Mein Onkel Ben und meine Tante May erzogen mich wie ihren eigenen Sohn. Allerdings hatten wir nie viel Geld. Ich dachte, meine Kräfte könnten das ändern. Das letzte Mal, dass ich Onkel Ben lebend sah, stritten wir uns. Den Frust ließ ich an Bonesaw im Ring aus. Mann, war ich schnell. Das reicht jetzt aber! Allerdings hinterging mich der Veranstalter. War dann auch nicht mein Problem, als man ihn ausraubte. Henry, kommen. Rückruf bezüglich 10:30 und des gestohlen gemeldeten Fahrzeugs von der 42. Oh nein. Verdächtiger vermutlich Mitglied der Skull Gang. Er ist bewaffnet und gefährlich. Ja. Origin Story eher nicht so. Es geht direkt los. Achte auf deinen Kompass-Höhenmesser. Ja, ist sehr gut. Das erste Level hat mich jetzt noch vor gar keine Probleme gestellt, ne? Da ist noch alles easy peasy. Lemon squeezy. Ich werde den Mörder finden. Peter Parker kann hier nichts ausrichten. Aber was Spider-Man kann, steht auf einem anderen Blatt. So, Musik, bitte sei da. Sonst weine ich. Das hier ist das Gebiet des... Ja. Ich werde den Mörder finden und wenn ich jeden Skull einzeln auseinandernehmen muss. Und hier fing es letztes Mal schon los, dass die Musik abgespackt ist. Immer so. Ja, erstmal holen wir uns das Ding hier unten. Das habe ich übrigens beim ersten Mal auch nicht geholt. Neue Combo, der Field Goal. Im ganz kurzen Neuantesten habe ich es dann gesehen. Ich habe es irgendwie im Intro beim ersten Mal gar nicht gereiht, dass so ein Ding ist. Ja, da drüben müssen wir jetzt hin. Zum Activision-Gebäude. Nein, Richtung Activision-Gebäude. Wenn man auf dem Boden landet, stirbt man übrigens. Glaube ich. Ich habe es nicht getestet, aber ich glaube, es ist so. So. Moinsen! Bam! Spar dir den Atem. Was war der Field Goal? Wie geht der? Aufzugspinner. Ich glaube so. Anna? Ich will nichts warten, aber ich fange ja auch erst an. Das war der. Ja, man muss die Kombo-Tasten sehr schnell hintereinander drücken und doch nicht mit Timing. Ich dachte immer, das ist mit Timing. Deswegen war ich am Anfang so unglaublich scheiße. Aber man musste einfach nur ganz schnell hintereinander drücken. Ist okay. So, Activision-Gebäude. Ah, war da oben was? Aber da müssen wir nicht hin. Deswegen gehe ich da hin, wo ich hin muss. Ich würde das erste Level eigentlich schon ganz gerne heute noch reinkloppen. Das war nicht so lang auf jeden Fall. Das ist Original-Filmmusik? Ich habe keine Ahnung. Achso, ich muss Höhlenmesser. Ich muss nach oben, ne? Sure. Mag es auch, wie wir in unserem schönen, dem Wrestling-Outfit sind, wie im Film am Anfang. Auch lange nicht mehr gesehen. Vor allem den ersten Teil nicht, den habe ich echt selten gesehen. Am meisten halt Spider-Man 2, das ist auch der beste. Aber hauptsächlich deswegen, weil ich den auf DVD hatte.
einer von diesen Pennern wird mir schon antworten. Und den dritten hatte Andi damals auf DVD. Das heißt, hier haben wir sehr häufig geguckt. Den dritten auch häufiger irgendwie im Fernsehen. Ja, aber den ersten habe ich halt gesehen. Auch mehrmals, aber nicht so häufig. Vielleicht echt nur so 2-3 Mal, glaube ich. Und das ist das letzte Mal natürlich auch schon 10 Jahre her. Von daher erinnere mich an viel nicht mehr. Und das ist ein Treyarch-Gebäude. Treyarch! Ja, ich weiß nicht genau, was ich so in der ersten Folge erzählt habe. Es tut mir so ein bisschen leid, dass jetzt nicht mehr blind ist in der Hinsicht. Wo ich vielleicht denke, manche Dinge habe ich ja schon gesagt, aber habe ich sie ja gar nicht mehr gesagt, weil, ne? You understand. Neuaufnahme und so. Wie weit würde ich eigentlich theoretisch nach hinten kommen? Da hinten fangen irgendwo Sprites an, man erkennt das. So, hi. Freak will mit uns spielen. Wer ist das? Tod. Ach da. Du bist so tot. Ja, mit dem Field Goal. Komme ich in Fahrt. Der Mörder wird mir nicht entkommen. Ah, die Stimme ist wirklich schlimm, ne? Aber machst du nix. Dann müssen wir jetzt einmal durch. So. Vielleicht geht's nach unten. Okay. Da unten wahrscheinlich. Ja. Da sehe ich doch schon böse Buben. Böse Jungs. Was? Ist irgendwie lustig, dass man so auf den Jump kann und dann auch direkt wieder wegfliegt. So, jetzt gibt's Saures. Gut. Bleibst du wohl stehen. Oh. Da wäre ein Leben. Das Rote sind Leben. Oh. Jemand hat heute einen alten Mann erschossen. Es war ein Skull. Wo ist der? Ich sag's nicht. Der bringt mich um. Und was glaubst du, werde ich tun? Ja, nicht! Der Typ, den du suchst, heißt Spike. Er wird im alten Lagerhaus sein. Das ist unten am Fluss. Mehr weiß ich nicht. Danke. Ja, letztes Mal war diese Cutscene schon ein bisschen buggy. Da war der, also in den Cutscenes fehlte dann auch tatsächlich der Sound mitunter, also die Stimmen, dass ich nur die Hälfte von dem hören konnte. Da dachte ich mir schon so, okay, das ist nicht so gut, das muss ich fixen. Aber da hat sich zum Glück echt gelöst, indem ich einfach einmal das Spiel rausgenommen habe, geputzt habe, die Oberfläche, und dann wieder reingetan habe. Erstaunt, dass es funktioniert hat. Hat echt lange, dass die Disc einfach am Arsch ist. Oder irgendwie meine Wii, also der Laser oder so. Keine Ahnung. Dafür Werbung? Oh. Wir Werbung sehen. Werbung ist toll. Nein, Werbung ist scheiße. Kommt drauf an. Im alten Lagerhaus. Das Ganze. Die ganze am Rand, ja. Am Hafen. Ich drücke die ganze Zeit A, weil man sonst immer dauerhaft so ein bisschen weiter nach oben fliegt. Das ist ein bisschen doof. So, da ist es. Levelende! Scheint, als ob die Cops bald hier sind. Die können kriegen, was ich übrig lasse. Aber interessant, dass Spider-Man direkt alles kann. So, ne? Origin Story. Okay, Level abgeschlödelt. 500. Perfekt 0. Kampf 0. Secrets gefunden 0. Kampfstil 300. Ich glaube, letztes Mal hatte ich 700 irgendwas Punkte. Geil, ich bin besser geworden. Gut, Leute. Dann beende ich jetzt aber an der Stelle die erste Folge. Genau wie damals. Auch nach ungefähr 25 Minuten. Ich ist ungefähr gleich lang geworden. Yo. Wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe noch nicht wirklich die Bestätigung, ob ich jetzt besser durch... Also, ich muss besser durchkommen. Ein Schwierigkeitsgrad weiter runden ist es mindestens. Aber, ja, ob ich dann wirklich so durchrushe, mir wäre es lieber, weil die Steuerung ist echt nicht gut manchmal. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen, aber manche Sachen sind auch echt undankbar. So die langen Animationen, man kann nicht ausweichen, übrigens auch, es gibt keine Ausweichtaste, zumindest noch nicht. So wie in anderen Spider-Man-Spielen, wo man zumindest immer beim Spinnensinn so ausweichen kann. Das gibt es hier scheinbar nicht. Und vor allem diese Kameraproblematik, die ich schon angesprochen habe. Was mir manchmal, wenn ich dann abhauen will, dann drehe ich die Kamera dabei und dann laufe ich irgendwie gegen irgendwelche Wände und ich bleibe hängen und dann folgt mich der Typ und haut mir noch eine rein. Das ist mehr als einmal passiert. Und das ist ein bisschen nervig. Aber wir gewöhnen uns dran. Ich hoffe trotzdem, ihr freut euch aufs Projekt, auch wenn ich jetzt so ein bisschen schon am Upranden bin. Das Spiel wird auch, glaube ich, nicht so lange dauern. Es ist nicht sehr lang, glaube ich. Ich denke mal, so in rund 20 Folgen werde ich durch sein. Das sage ich deswegen, weil Spider-Man 2 hat 19 Folgen gedauert und Spider-Man 3 hat, glaube ich, 21 Folgen gedauert. Also, ne, alle in einem ähnlichen Spektrum. Und von daher rechne ich auch hier nicht unbedingt mit einem längeren Spiel.
Gut, dann sage ich jetzt aber danke fürs Zusehen und ich bete darauf, dass die nächste Aufnahme jetzt besser wird als die damalige. Damalige heißt, heute Morgen war die, wo ich komplett ausgerastet bin, wo ich gemerkt habe, nein, so kann das nicht weitergehen. Und die anderen waren dann ja vorgestern, ne? Ja. Na gut, egal, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.